Willkommen ins YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Agrarian Skies. Wieder mit dabei haben wir den fleißigen André. Moin. Und wir wollen diesen Raum jetzt komplett hier mit Dinges ausstatten. Kann er der hier zu, ne? Ja, doch klar. Und der vorne den auch. Den da vorne. Oder wird das die Lohn und Endermänner hier rauslaufen? Hier auch zu. Und der soll offen bleiben. Also hier soll halt der Grinder in die Mitte oder nach rechts. Ich würde, glaube ich, den Grinder hier noch nach rechts packen und den Autospawner hier nach links. Oder halt andersrum, genau. Ja, genau. Machen wir das so. Green der. Will das. Ups, ja, da. Grinder habe ich. Grinder hast du? Und Autospawner habe ich. Ja, dann. Ich habe Förderbänder, ich habe einen Enderman, ich habe Tanks, ich habe Kabel. Ich habe alles. Ja, gut. Dann bauen wir den Grinder da so vor. Die Räume sind viel zu groß, ne? Aber viel, viel zu groß. YOLO. Wir haben so viele ungenutzte Cubes, dann können wir jetzt auch Platz verschwenden. Ja, wohl wahr. Könnt ihr hinterher noch an die anderen Seiten vielleicht auch noch Autospawner setzen oder so für irgendwelche anderen Viecher, wenn man Bock hat. Dumm, du vergisst, ne? Was, wieso halt. Setzt du denn da hin? Einen weiteren hin? Ja, ich hab... Oh Gott, was vergesse ich denn? Perfekt. Perfekt. Läuft die Leitung hin? Die da? Die Außenwand, dass man hier nicht so reinbauen muss. Könnte man zwar eigentlich auch anders setzen, aber ich würd am besten eigentlich am allerbesten wäre es, wenn man hier an diese Seite hier so noch so einen Tank hinbaut oder so. Dass man so ein bisschen gucken kann, in welche, dass man von hier zum Beispiel so einen Main-Schalter hat, zum Zombie und zum Enderman anmachen, weißt du? Das meine? Naja. Das wäre mega geil. So, ein paar Förderbänder wieder setzen. Ich hab gleich wieder keine mehr. Jupp, das waren wieder alle. Warte. Und alles, was ich noch habe. 64. Noch ein paar, keine Ahnung, wie viel das waren. Das wird nicht reichen im Leben. So. Sieht schon wieder ganz gut aus hier. Ja. Ich habe den Ding jetzt halb fertig und habe nur noch ein Stack. Falsch verkabelt, fuck. Um das ist schlecht. Nichts. Das ist schlecht. Hab ich doch. Das ist schlecht. So. Das war alles. Ja, genau. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Perfekt. Ja, ich muss nur noch verbinden. Irgendwie. Da muss man halt nur noch irgendwie dann so ein Master Switch oder sowas machen, dass man halt damit dann umschalten kann. Dom, kannst du mal unterm Tank ein Loch durch die Wand kloppen? Jo. Sofort. Spitzhacke raussuchen. Dum, 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 dum. So. Förderbänder. So, das ist vom Grinder. Ein Stack, zwei Stacks. Zwei Stacks und 48 wird erstmal reichen, ey. Und schon wieder falsch vergabelt, verfickter Scheiße. Habt ihr nicht gehört? So was sagt man nicht. Das schauen auch jüngere Zuschauer zu. Fotze. Juckt mich nicht. Ich hab mich gerade zum zweiten Mal verbaut. Das ist Minecraft, da darf man keine Fäkalsprache benutzen. Okay.
Wenn mein kleiner Nachbar das guckt, das wäre natürlich irgendwie ein bisschen doof. Man juckt mich nicht. Wieso? Weil der auch immer viel Minecraft-YouTube guckt und so, und der ist 12 oder so. YOLO. Juckt mich nicht. So, aber ich hab ein bisschen viel von denen. Obwohl? Ja, geht eigentlich. 48 zu viel so wahrscheinlich. Ein bisschen mehr als 48. Da oben von dem Spawner muss die Leitung da rauskommen? Oder kann die auch tiefer rauskommen? Welche meinst du? Wieso? Weil die nicht miteinander verbinden werden dürfen. Dass die von rechts, von rechts kommt, ist Zuleitung von Grinder. Die muss da unten dran. Die müssen einmal über Kreuz. Jetzt, die muss... Ach so. Die muss da unten dran. Die kannst, du kannst auch ruhig sogar zwei weiter nach rechts oder so packen. Guck mal, wenn du hier rauspackst, das ist doch noch einfacher, oder nicht? Ja. Muss der noch... Genau. Sorry. Mach du das. Pack dazu. Da, ich hab's hier schon verbunden von hier innen. Von außen muss das ja nicht so richtig toll aussehen, aber von innen sieht das halt, soll das halt richtig gut aussehen. Da soll das halt Schnieke aussehen, weißt du? Schnieke. Hupsala. Hast du Strom schon für das Ding? Nee, ne? Nein. Das ist gut. Dann mache ich den Strom eben. Ah, ich dachte, das Kabel auch her. Kacke. Ja, geht aber. Lass mich einfach so. Genau. Der obere war jetzt Zombie, ne? Oben war Zombie, unten war Enderman und Loren. Covers. Dankeschön. Hast du mal den Spawner für mich? Ich wollte gerade sagen, da setzen wir. Damit ich weiß, wo ich Leitung langlegen muss. Die Leitung kannst du am besten ja irgendwie von der Seite machen oder so. Also hier so. Warte, hier in der Wand. Weißt du? Dann brauchst du noch ein weiter nach rechts, dann kann man das auch da machen. Warum, ich mal kurz da raus hier. Das ist ein bisschen blöd da. So. Die Energie kann man hier nach hinten hinweglaufen lassen. Einfach. Dass man dann hier, sag ich mal, Leitung hierher laufen. Ah. Hast du das? Getroffen? Ja, ich hab getroffen. Hier so dein Einschlusshaus. Ja, wir haben aber ein Problem, ne? Wir können nicht wie bei einem Stromkabel einfach in der Mitte trennen, ne? Und kappen. Hier. Dass wir einfach so umschalten können. Ach so, meinst du, das wäre. Okay, ja, gut. Aber du hast halt nur ein Output von den Tanks, ne? Unten. Hier, wir haben ein Output von den Tanks. Wie könnte man das machen? Ich muss sowieso. Was haben wir eigentlich noch? Ist hier drunter. Aber hier drunter ist nur Maxis Raum. Können wir da lang gehen. Weißt du, das Kabel können wir eigentlich auch am besten, würde ich das Kabel hier durch den mittleren Gang hier legen. Also so, dass man hier die Decke einmal reinnimmt. Dass man das hier drunter herführt. Warte. Ich komme auf der anderen Seite jetzt raus bei dir. Geht das irgendwie? Ist irgendwie machbar? Doch, ist doch klar. Klar, ist doch machbar. Ohne ja, Probleme. Dann müssen wir im Raum nur ein Cover setzen, ne? Ja, ist doch gar kein Thema. Ja, hier hinten, hier drin ja auch. Wir müssen ja auch mindestens ein paar Cover rein, weil, sieht man ja auch ganz klar. Hm. Also, ja, aber dumm, dann würde ich das aber so machen. Dann musst du halt immer nur einen Block, ein Stück Leitung abbauen und wieder setzen, ne? Du hast jetzt einmal weg. Da hast du nach und da und dann da hinsetzen. Weißt du? Ja, ich weiß, wie du das meinst.
Weil anders ist das mit der Leitung nicht möglich. Leider. Vielleicht doch. Wie? Nee, vergiss es. Denn den Spawner hättest du einen nach vorne setzen müssen, weißt du hoffentlich, ne? Wieso der Spawn davor? Ja, weil den Gwiner, hätte man bündig mit Last setzen können. Den Spawner auch. Haben wir doch oben auch. Nee, oben ist das Glas. Ja. Oben ist das Glas so. Bündig. Nee. Ja. Ja, kannst du auch genauso machen. Wieso kannst du da kein Glas nehmen? Und da. Mach doch einfach so. Ich hasse diese Förderbänder, ne? Die wollen die eigentlich so rein. Ja, mach doch, ist doch gut. Ja, sicher, dass er davor spawnt. Ja. Woher weiß der, auf welcher Seite der spawnen soll? Weiß ich nicht. Weiß der. Du stehst hier und passt auf, dass der auf der richtigen Seite spawnt. Ich halte mich auf einen anderen Raum auf. Wir können es ja gleich mal testen. Wenn der hat ja Energie. Der hat ja. Ja doch, der hat ja Energie, der hat zwar keine Mob-Essenz, das ist der Nachteil. Der hat keine Mob-Essenz. Wenn einer von den Mob-Essenz kriegt, dann kann man es testen. Ich führe das eine Kabel mal hierher. Soweit. Du weißt, dass wir auch hier ein ME-Kabel haben müssen, ne? Ja, das ist nicht das Thema. Schaffen wir irgendwie. Irgendwie wird das schon dahin kommen. Hier mit Strom und so haben wir ja relativ geregelt. Das passt ja alles so ganz gut. So. Jetzt komme ich da nur nicht mehr rein. Junge. Wenn ich das nämlich jetzt erstmal hier abmachen kurz, die Seite, und das dann auf die Seite tun. Dann würde ich es mal anschließen, weil dann sollte eigentlich hier Essenz reinkommen. In den Autospawner. Nö. Warum auch? Was ist falsch? Guck jetzt mal. Bäm. Oh, jetzt voll. Die Wand kann ich einreißen brauchen. Nein, weil das am Tank eingestellt werden muss mal. Das hättest du schon gemacht. Nee, weil ich nicht wollte, dass einfach irgendein Spawn unkontrolliert rausläuft. So, ja, dann haben wir hier also jetzt 4000 Mob-Essenz drin auf jeden Fall. Und da sollen Endermänner spawnen, ne? Enderman-Ei haben wir noch, ne? Haben wir das im ME? Ist doch schon drin. Ist doch schon drin? Perfekt. Ich hab dann die Anlage vorhin abgebaut. Jetzt sollte er eigentlich wirken. Tut er auch. Guck mal. Hi. Oh, hi. Hi. Das ist schlecht. Wo ist er hin? Weiß ich nicht. Ich habe den Spawner erstmal wieder angehalten. Na, lass uns jetzt mal weiterlaufen. Mal gucken. Vielleicht. Ich tue mal das Ei rein. Mal gucken. Wie viele hier daraus noch spawnen. Die spawnen immer beidseitig. Ja, lass mal gucken. Alles chillig. Oder kann man den einfach so ein auswischen? Glaube ich nicht. Der geht ja auch gar nicht mehr an. Problem ist, dass du da jetzt halt einen Dingsblock vorgesetzt hast. Da wo man nicht mehr. Alter. Geh doch mal da weg. Der hat jetzt auch keine Energie. Der hat keine Energie gerade. Das ist ein bisschen blöd. Ich hatte ihn noch nicht angeklemmt, wenn sonst an Energie. Die müsste eigentlich nochmal raus. Was hast du jetzt gemacht? Komm, wir schweben jetzt bei uns auch ein paar Endermänner rum, weil das ist ja auch nicht wirklich. Das. Hä? Ist der Raum komplett. Ja, der Raum ist komplett so. Logisch. Wir warten, ist ein bisschen verpeilt. Oder wir machen das einfach anders. Ah ne, vielleicht können die auch drauf spawnen beim Autospawner, ne? Auf Halbslaps. Ja, glaub wohl. Ich sehe übrigens den Enderman. Der ist über mir oder unter mir? Guck mal, mein Schwert aus.
Ich schätze mehr unter mir. Hi, Enderman. Okay. Ja, dann müssen wir es irgendwie anders regeln. Das ist ein bisschen blöd. Dann muss der einen davor sitzen. Aber spawnt der da nicht auch im Raum? Ja, wenn der vor der Wand sitzt, so wie eine Etage drüber. Ja, sitzt der im Raum, ne? Wir müssen ja hier so. Hier oben sitzt der vor der. Ja, ja. Weiß, was du meinst. Ja, komm. Obwohl, der ist hier nach hierhin auch offen, ne? Ja, ja. Die Wand ist ja auch nicht geschlossen. Das heißt, wir müssen die Wand komplett schließen. Eigentlich, ja. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Mal schauen. Das sind doch auch mit den friedlichsten Tieren, die man spawnen könnte. Warum spawnen wir nicht erstmal nur Zombies? Ist ja auch, glaube ich, sinnvoll, oder? Also in der Messe sind auch friedlich, solange man sie nicht anguckt. So, zack, zack. Da haben wir schon mal das Zeugs. Ja, und du kannst die Förderbänder drehen, ne? Ja, ja, kommt gleich noch. Ups, was warst du? Nee, das war ich. Lol. Ich hab noch nicht mal so ein Ding in der Hand und kann die drehen. Wo bist du das? Bist du, du Spasti. Ich dachte schon, was passiert jetzt? Zack, verarscht. So. Denk dran, du musst auch Mob-Essenz da drüber hinkriegen. Das heißt, der erste ist eh weg. Das Problem ist nur, die Dinger... Dann musst du die ersten zwei Reihen komplett drehen. Ja, das Problem ist, wir müssen dann das komplett umbauen hier. Weil die blocken sich ja hier immer dann. Die würden jetzt hier die ganze Zeit zusammenstocken. Oder denke ich gerade irgendwie falsch? Denkst falsch. Nein, die stocken immer hier zusammen. Die werden immer hier irgendwo ankommen. Wenn es jetzt so gebaut ist, dann kommen die immer direkt davor. Und da stocken sie dann fest. Dann müssen wir das noch drehen. Dann ging es vielleicht. Ja. Ja, doch, so geht's. Dann dreht man den noch. Dann haben die so. Und den Rest? Ja, okay, gut, klar. Ja, wo muss man jetzt alles umbauen? Ja, du musst gerade die ganze Linie umbauen. Wow. Genau. So. Bei dir kam das ja mal so rüber, ob man den gesamten Raum jetzt mal konstruieren Autospawner. Muss. Da rein, bitte. Das Problem ist, dass die Leitungen jetzt seitlich kommen müssen. Oder von oben. Von oben geht, glaube ich, auch, ne? Ja. Wieso haben wir denn hier alles so zugebaut, ey? Wieso? Lass die doch einfach seitlich reingehen. Ja, dann stocken sie wieder fest. Nein. Ja, klar. Macht man das halt so, dann macht so einen den daneben weg. Nicht, dass wir nicht, wie wir die jetzt so daneben setzen. Und spawnen die auf den Leitungen. Und sind wir gefickt. Und der muss weg dafür. Und der muss weg. Und dann kannst du nach hinten. Und der kann dann, komm schon. Ja, so. Und spawnen die auf der Leitung. Was machst du dann? Moment. Ich habe auch noch welche, warte. Ich glaube aber nicht, dass man die darauf setzen kann. Oh, nett. So geht's. Das ist auch eine Konstruktion, ey, ganz ehrlich. Heimwerker Otto. Heimwerker, was? Heimwerker Otto. Trotzdem ist es nicht garantiert, dass sie halt nicht dann jetzt davor spawnen, ne? Das ist so das Problem, was wir haben. Auf dem Boden habe ich noch ein Cover. So. Wo ist das Cover hingesetzt? Auf dem Boden vor das Teil. Da vorher Stromkabel. Ah. Das so mal testen? Ja, auf geht's. Aber wir müssen erstmal wieder Strom kriegen. Dafür muss ich mir irgendwie durch die Wand bauen hier. Hast du das gehabt, Dom? Was das Safari-Netz mit Enderman? Ja, ich hab's. Das ist gut. Ach, komm schon, ey. Es hat immer noch keinen Strom. Ja, wie sollst du... Alter, wie soll ich denn gleichzeitig das Ender-Teil da rein tun und gleichzeitig Strom holen?
Ich hab nur gefragt, ob du sagst. Ich hab nie gesagt, dass du sofort reintun sollst. Ach, guck mal, er hat der Dom Umrechner. 200 RF sind 20 Megajoule Dom. Okay. Ja, auf 10. Kann man, hab ich ja auch gelesen. Ja. Und 200 RF sind umgerechnet 50 EU. So. Wir haben ja noch so viel Kabel von dem Dings über, deswegen was soll's. Diesmal kein Tesserakt. Zack, Energie ist da. Guck mal, er spawnt nur noch da drin. Hoffen wir es mal. Tot, tot, tot. Müssen wir lieber einen Lohnspawner da irgendwie wieder reinkriegen auch. Was du bist, der verbraucht Dom. Ich sehe es. Der ist sich gerade reingeportet. Ja. Und der Quine hat ihn direkt instant gekillt. GG. Es spawnt selten welche draußen, aber es spawnt welche draußen. Toll. Ich habe einen Freund gefunden. Ich glaube auch. Jetzt ist er weg. Ja, Gwiner ist Freund. Naja, aber an dieser Stelle sage ich euch erstmal wieder danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und schaut beim nächsten wieder rein bei Minecraft Agrarian Skies. Ciao, ciao. Ciao.